Hallo Leute, wie geht's euch? Hier ist Dugener. Da habe ich eine Magiebox. Ja, das ist meine zweite Magiebox. Ich habe die schon, also ich tue die nicht mehr abonnieren. Die kam sogar aus Spanien. Ich tue die nicht mehr abonnieren. Die erste fand ich okay. War es nicht schlecht, aber dadurch, dass ich schon Z-Box und Wood-Box abonniere, weil die richtig gut sind, habe gedacht, hey, das lohnt sich nicht im Momentan. Sowieso. Die Lage nicht so gut. Aber die waren nicht schlecht. Die kamen mit drei kleinen Figuren. Ich glaube, einen Deadpool klein, so ein kleiner Mystery von Cryptozoic, so DC und was war da noch? Und Batman, so auch eine kleine. Also jeder von einer ganz anderen Sammlung und eine T-Shirt von Zelda. Ich glaube, das war's. Also es war nicht schlecht, aber keine Sachen, wo ich dann sammeln werde. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die. Ich weiß nicht, was für Themen das war letztes Mal, aber wusste ich auch nicht. Ich glaube eher, keine Ahnung, also weil das war richtig. Ich weiß nicht, ob MyGeekbox Themen haben, aber das hat überhaupt keinen, weil da waren Sachen von DC, das waren Zelda, das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber mal sehen. Dadurch, dass ich bei solchen Boxen, Mystery Box, wenn man später am Monat abonniert, dann bekommt man erst nächsten Monat und das heißt, wenn man kündigt, bekommt man noch die letzte Box oder vom nächsten Monat. Keiner. Ich glaube, das wird mein letzte MyGeekbox sein. Das ist sehr schwer. Das kann man sagen. Also das ist richtig schwer und nicht voll bis oben. Was ist das? Also T-Shirt. Ich fange mit T-Shirt an. T-Shirt ganz oben. Schwarz, also schlecht. Und was ist das? Ich sehe schon der Sticker von Harry Potter. Und puh, drei Drachen und ein Ei. Also, wenn da oben nicht Harry Potter stehen würde, würde ich gar nicht sagen, dass es Harry Potter ist. Ich bin ein Fan von Harry Potter. Ich habe schon damals, bevor ich nach Deutschland kam, sogar in den 90er Jahren, schon eine ganze Harry Potters gelesen. Ich habe die noch da, die ganzen Bücher. Ich habe alle Filme geschaut. Ich mag diese. Also, T-Shirt ist schon cool. Irgendwie ist sogar cool, dass es kein Harry Potter steht. Schon. Also, ich bin jetzt kein Fantasy-Fan oder diese Leute, die sich immer mit solchen Fantasy-T-Shirts tragen, aber die finde ich cool. Ich mag ja Drachen. Harry Potter, also wahrscheinlich hat das bestimmt kein, das ist sogar offiziell von Harry Potter. Da gibt es bestimmt viele Harry Potter-Fans da draußen, die würden sich auf die freuen, wenn ihr das unbedingt wollt. Einfach schreiben. Ich mag die, aber wenn jemand das unbedingt will, wäre das auch nicht schlecht. Harry Potter T-Shirt. Also, das ist schon mal gut. Da kommen so viele Sachen. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen will. Oder nein, es kommen nur noch zwei große Sachen. Ich hole zuerst die kleinere, obwohl die groß ist. Was ist das? Eine Figur irgendwie. Ein Ikis. Also, ich habe jetzt, bevor ich dieses Video gemacht habe, ein Video gemacht mit einer Z-Box, Mystery Box. Und da kam ein Ikis. Ich habe es sogar noch hier. Ich zeige euch mal. Das ist ein Ikis, die kann man stapeln. Die sollen wie Holzstapeln aussehen und man kann die aufeinander stapeln. Und ich glaube, aber die sind für ein Kryptozoik. Und das ist jetzt so wie eine Nachmachung von Foco, kenne ich die Firma nicht. Aber von Marvel jetzt. Das war von DC, das ist jetzt Marvel. Der ist richtig hässlich. Also ich mache den auf, ich will euch zeigen, aber ich habe die Figuren schon online gesehen. Ich dachte schon, oh, die sehen nicht so gut aus, aber jetzt live, die sehen
Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht von manche mögen das. Irgendwie ist es nicht so meins. Aber es gibt Sammler für alle. Da ist er. Loki, also das ist richtig schwer. Ist es aus Holz? Nee, oder? Das kann nicht sein. Oder doch? Nein. Ja, made in China, ich glaube wahrscheinlich nicht aus. Recycelbar. Keine Ahnung, also hier steht nichts. Steht Forever Collectibles, deswegen Foco. Eigentlich nicht, ist aus Amerika, steht da gar nichts. Nur, dass es von Foco ist, Alter. So sieht er aus. Irgendwie cool. Das sieht so alt aus, so. Sein Gesicht, so ich glaube, meine Kinder wurden Angst von ihm bekommen. Cool. Ich finde es witzig, dass man das wegmachen kann, sein Zepter. Das finde ich schon cool, also das passiert nicht während der Figur, während der Sammel. Und es sieht wirklich aus als Holz, also sein Gewicht und alles. Ich werde ihn nicht, und persönlich werde ihn nicht sammeln. Irgendwie cool, wer so ein Rustik-Thema in seiner Wohnung hat oder Haus, dann sieht das nicht so ganz aus wie so Nerd-Sache. Nur Nerd-Sache mit Design, mit Stil. Ja. Ikis. Es gibt anscheinend. Wie mache ich das jetzt wieder? Wie war's denn mal? Ach so. Also, dadurch, dass es so viele davon gibt, kann es sein, dass die Erfolg haben. Also bei fast jeder so Nerdladen, die ich gesehen habe, habe ich solche Figuren gesehen. Sehen? Weiß ich nicht. Ikis. Ich glaube sogar die Tikis haben mir mehr gefallen. Irgendwie sehen die ein bisschen cooler aus, und dass man die aufstapeln kann. Das sind die anderen aus der Sammlung. Ja, mindestens habe ich vielleicht der coolste davon bekommen. Also, ich kisse. Und hier ist nochmal eine Figur. Mal sehen, was es ist. Echt jetzt. Nochmal ein Ikis. Hey. Teenage Mutant Ninja Turtles. Also, so coole Figur. Also, wenn das auf Funko Pop oder was anderes kommen würde, würde ich mir sehr freuen. Aber, wieso? Tikis, die haben bestimmt irgendein Angebot bekommen von dieser Firma. Okay. Leonardo war für mich der coolste. Ich sah mich immer als Leonardo, weil auch so wie ich seine Waffen mag, zwei Schwerten, und er ist richtig cool und er ist der Chef dran. Aber wieso diese Ikis? Ich zeige euch mal. Tja, vielleicht, es geht nur mich, vielleicht anderen gefällt es. Oder finden die Figuren cool. Ich weiß nicht, ob jede Box hier alle die gleichen Figuren bekommen. Ob alle jetzt Leonardo und Loki bekommen. Oder ich als. Oder jeder anders. Das ist sogar ein bisschen leichter als Loki. Obwohl er größer aussieht. Aber das ist Holz. Also, wie dieses Ding sich anfühlt. Oder sehr versteckter Plastik dort. Ganz an. Aber. Schaut euch das mal an. Also wer das schön findet, nein. Und ich mag Teenage Turtles so sehr. Und dann sowas. Also witzig ist es auf jeden Fall, aber ich, ob ich das irgendwo hinstellen würde, da ist so eine. Tja.
Ninja. Ja, es gibt die alle. Auf Splinter wurde ich mich vielleicht mehr frei? Nein? Also Michelangelo mit seiner Zunge da raus. Ja. Leonardo. Echt, es gibt so viele Sammlungen, die cool sind. Wieso diese Ikis? Sogar die sein Name ist Ikis. Tja. Vielleicht mag jemand von euch die Figuren oder findet die cool. Also, wer die haben will, einfach melden. Loki und Leonardo. Ich finde die okay. Also, ich glaube, da kommt nichts mehr. Hey, da kommt noch was. Warte kurz. Ich kann nicht mehr. Also, da ist kein Thema. Harry Potter. Teenage Mutant Ninja Turtles. Also, das finde ich cool. The night is dark and full of terrors. Also, richtig, richtig cool. Also, das gibt sogar ein bisschen 3D-Effekt. Wisst ihr, wer das ist? Ich glaube, das ist Melisandre von Game of Thrones. Und es ist The Night King, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also, ja, steht hier. Ja, Game of Thrones, aber ob die zwei sind richtig cool. Aber was ist das für ein Buch? Rot, die. Also, ich muss das auch machen. Ich mag Game of Thrones sehr. Letzte Staffel. Ah. Enttäuschten, wie alle wissen. Aber trotzdem, ich mag die alle anderen. Also, das ist ja mein Name, mein Tochter heißt Arya. Da könnt ihr schön sehen, dass ich eben so sage. Ich habe alle Bücher gelesen, die bis jetzt rauskamen. Deswegen freue ich mich auf die. Also, sehr coole Buch. Ja, ich hatte recht. Könnt ihr sehen? Melisandre. Da steht irgendwas hier: Red Priestess von Nexus, Melisandre. Oh, das ist einfach ein Notizbuch. Da kommt sogar. Das ist richtig cool, weil da kommt sogar keine Datum. Man kann selber schreiben, anfangen, wenn man will. Und ja, okay, drin ist, sieht alles gleich aus. Aber schon sehr cooles. Diary, man kann das auch als Diary machen. Das ist ein Diary, genau. Memo Date, was für ein Tag das war. Das ist offiziell von HBO. Nein, das ist Melisandre, als sie jung ist und wenn sie wenn sie zeigt, wie alt sie wirklich ist. Das ist die Melisandre Diary. Es kommt sogar mit einem Markierer. Nicht schlecht. Also, wer ein Diary oder wie Tagesbuch, richtig geiles Tagesbuch will. Sehr schön. Also, ich nutze kein Diary. Aber nicht schlecht. Also ich glaube von dieser Box ist es Special. Ja. Ja. Okay, T-Shirt mag ich, aber zwei Fantasy-Sachen, aber jeder von ganz anderen. Also Harry Potter, Game of Thrones, Marvel und Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich mag T-Shirt. Finde ich schon cool. Ich weiß nicht, ob ich die tragen würde, aber. Finde ich cool, das finde ich sehr cool, ich werde es selber nicht nutzen, vielleicht schenke ich jemand, die auch Game of Thrones, vielleicht meiner Frau will das, weiß ich nicht.
Dass ich weiß, hat sie kein Tagesbuch. Aber nicht schlecht. Aber die zwei. Nein. Also wenn jemand von euch will, einfach melden. Das war Geekbox. Was soll ich sagen? Ist okay, schon letztes Mal war es okay. Aber nichts im Vergleich zu T-Box oder zu Woodbox, finde ich. Und deswegen habe ich die nicht mehr abonniert. Tue ich die nicht mehr abonnieren. Vielleicht irgendwann mal. Ich kann ja sehen, ob die dann besser werden oder nicht. Oder ich habe halt Pech gehabt. Wenn ihr auf die Seite seht, dann sind es schon coole Sachen dabei. Also, ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und so könnt ihr sehen, wie die Boxen sind. Das war die MyGeekBox Mai, nicht vergessen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Viel Spaß bei alles, was ihr macht. Nicht vergessen, liken. Das ist sehr wichtig für den Channel. Bitte abonnieren, wenn ihr noch nichts gemacht habt. Und bis nächstes Mal. Ciao.